Ritchie 6:0 gewonnen, Hattrick gemacht. Schöner kann ein Spiel eigentlich, ein Derby auch noch fast nicht mehr laufen. Ja, wir haben, von Anfang an haben wir Druck gemacht. Also wenn ich mir das gesamte Spiel anschaue, war der Sieg auch in der Höhe verdient. Und ja, ich muss auch da unseren Trainer loben, der uns sehr gut auf Pforzheim eingestellt hat. 3 Tore hast du heute gemacht. Leider nicht alle in einer Halbzeit, sonst wäre es ein lupenreiner Hattrick gewesen. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie dir die Tore gelungen sind oder wie euch die Tore insgesamt gelungen sind? Ja, ich sag, ich bin auch ein Stürmer und bin auch abhängig von meinen Mitspielern. Und ich denke halt, ja, aber schlussendlich, ich bin selbstkritisch und ich hätte noch den einen oder anderen machen können. Ich denke mal, nach diesem Spiel dürfte der Klassenerhalt für euch absolut sicher sein. Ja, auf jeden Fall. Also da sehe ich jetzt auch nichts, dass uns jetzt irgendjemand noch einholt oder sonst irgendwas. Aber ich glaube halt, dass es einfach wichtig ist, dass wir mit 100% auf dem Platz standen. Und das hat man auch gesehen, dass jeder für den anderen gehen wollte. Und im Endeffekt ist der Sieg auch in dieser Höhe auch verdient. Was könnt ihr euch für die letzten beiden Spieltagen, die jetzt noch übrig bleiben, noch vornehmen? Wir wollen gewinnen, auf jeden Fall. Das Maximum rausholen, und da sind wir alle zu ehrgeizige Fußballer und wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Ich will weiterhin Tore schießen, um eine Statistik verbessern. Ja, trotzdem gibt es beim KSC eine Umbruchstimmung wegen dem Abstieg der Profis, vor allem weil ja auch Einschnitte in der zweiten Mannschaft gemacht werden. Wie sieht deine persönliche Zukunft aus? Ist da schon was bekannt? Also ich kann jetzt darüber eigentlich wenig sagen, weil erstmal müsste ich den Burkhard Reich erreichen, den ich seit den letzten Tagen, Wochen nicht erreiche, und KSC ist mein erster Ansprechpartner und alles andere werden wir dann sehen. Würdest du denn gerne bleiben bei KSC 2, auch wenn es, sagen wir mal, etwas weniger Geld gäbe in der nächsten Saison? Ich meine, wenn man richtig geschaut hat, hat sich mein Vertrag schon verlängert. Also, ja, hat sich automatisch verlängert, aber eben, man muss auf jeden Fall diskutieren, ob das Sinn macht für mich, weil ich ja schon über der U23-Regel bin, ob das für mich Sinn macht, noch weiter hier zu bleiben. Und ja, muss man auf jeden Fall mit dem Verein erstmal absprechen. Das ist mein erster Ansprechpartner, der Verein, und alles andere wird sich dann ergeben. Ritchie, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und alles Gute. Danke, gleichfalls.